Hallo und herzlich willkommen zur Leseprobe. Ich bin Hakan Savaş-Mijan. Ich bin der Autor und der Regisseur von dem Theaterstück Berlin-Oranienplatz. Dieses Theaterstück habe ich geschrieben, weil ich schon immer eine Geschichte erzählen wollte, die an einem Tag spielt in Berlin, am letzten Tag des Sommers. Ich wollte die Geschichte erzählen von jemandem, der sich still und heimlich von seiner Stadt, von seiner Familie, von seinen Freunden verabschiedet. Diese Hauptfigur in diesem Stück heißt Can Öztürk. Der kommt aus Kreuzberg. Er ist da geboren und aufgewachsen. Er ist ein Fälscher. Er hat Markenkleidung produziert, aber gefälschte Markenkleidung produziert. Deswegen muss er 5 Jahre ins Gefängnis. Und das Stück erzählt seinen letzten Tag in Berlin, bevor er ein für alle Mal abhaut. Jetzt lesen wir eine Stelle, wo Can über seine Eltern spricht. Meine Mutter roch immer nach einer Mischung aus Tosca-Parfüm und Zigaretten. Mein Vater nach Tabak-Rasierwasser. Wenn wir abends Eis essen gegangen sind, durfte ich so viele Kugeln essen, wie ich wollte. Von meinem Vater habe ich gelernt, wie man bei McDonald's aus 6 Chicken McNuggets 2 Chicken Burger macht und dabei fast 5 Mark spart. Meine Mutter hat mir beigebracht, mein Zimmer immer aufzuräumen und jeden Tag eine frische Unterhose anzuziehen. Sie liebte es, laut zu singen. Meinen gesamten türkischen Wortschatz verdanke ich ihren Liedern. Mein Vater hat mir Schwimmen und den Kopfsprung vom 5-Meter-Turm beigebracht. Ich durfte aber nicht stolz darauf sein. Bescheidenheit war für ihn eine große Tugend. Für Politik haben sich beide nicht wirklich interessiert, aber Willy Brandt und Atatürk waren für sie unantastbar. Ihrer Meinung nach sollte man nicht aus der Reihe tanzen und sich besser mit niemandem anlegen. Religion spielte keine große Rolle in unserem Leben. Meine Eltern fühlten sich immer schuldig, wenn sie mich in den Sommerferien zum Korankurs geschickt haben. Sie waren stolz darauf, zur Arbeiterklasse zu gehören, aber sie sind nie einer Gewerkschaft beigetreten. Die einzige Organisation, in der sie Mitglied sind, ist die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Die garantiert nämlich die kostenlose Überführung ihrer Leichen in die Türkei. Bücher haben sie nie gelesen und die einzige Zeitschrift in unserer Wohnung war die Mitgliederzeitung des ADAC. Im Fernsehen haben sie Alfred Biolek und Loriot nie verpasst. Meine Mutter wollte immer, dass wir am Sonntag bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen. Es gab meistens Schwarzwälder Kirschtorte von Koppenrad und Wiese. Meine Eltern haben immer gesagt, dass das Leben trotz aller Schwierigkeiten etwas Lebenswertes ist und dass man sich immer bemühen muss, egal was man macht. Vielen Dank.